Ball war im Wasser, Strafschlag, ärgerlich, abhaken. Yes! Gut Golf aus dem Golfclub Schloss Reichertshausen, ein Club hier bei Reichertshausen im Norden von München. Es ist ein wunderschöner Tag. Ich habe schon mal 9 Loch draußen gespielt in Eichenried, habe da aber nicht gefilmt. Und das jetzt heute hier ist quasi so die Generalprobe für die ganzen registrierten Privatrunden, die dann jetzt ganz bald losgehen. Schaut mal hier der Abschlag. Der Platz sieht, soweit ich das bis hierhin beurteilen kann, wirklich toll aus. Also jetzt schon ein richtig guter Zustand. Ich spiele heute mit meinem Patenonkel. Der möchte aber nicht gefilmt werden. Er zählt mich. Wir tun so, als ob das eine registrierte Privatrunde ist. Ist es aber offiziell nicht. Aber ich nehme das genauso ernst und werde es hier produzieren wie eine richtige. Ich werde nicht so viel reden, also es geht heute mal wirklich nur ums Spiel und auch mal zu schauen, wie ist mein Spiel hier draußen. Ihr könnt kommentieren, ein Abo dalassen. Sagt mal, habt ihr den Platz hier schon mal gespielt? Kennt ihr ihn? Wenn ja, was ist euer Rundenrekord? Der interessiert mich. Und ich schaue mal, was heute geht. Gut Golf! Also Kamera steht auf dem Stativ. Cooles Gefühl, endlich mal wieder draußen zu sein. Paar 4, die Bahn ist eingeblendet. Ich drive hier nicht, sondern lege den mit einem 4er-Eisen schön auf die Bahn. Gut Golf, ihr Lieben. Da liegt er gut. Ja, war ein schöner Treffer, aber Richtung hat nicht gestimmt. Links am Grün. Gibt keinen Punkt für Green in Regulation. Jetzt nehme ich da das 60 Grad und versuche den Anfang grün aufkommen zu lassen. Oh, der war gut. Das ist das Par. Parfaust gibt es nicht mehr. Schaut mal, das ist das zweite Loch und das ist ein bisschen tricky. Könnt ihr mir ja auch mal sagen, wie ihr das taktisch macht? Also ich spiele natürlich jetzt ganz taktisch, ganz diszipliniert, weil das nehme ich mir für das Jahr vor. Also ich könnte ihn natürlich jetzt hier hinten mit dem Driver versuchen hinzulegen. Das sind dann aber so 230 Meter, die ich schlagen muss. Und hier zwischen den Bäumen ist so ein gelber Pfosten. Das sind so 200 Meter. Und da lege ich ihn jetzt hin mit dem 5er Eisen im Idealfall. Und spiele den, wie gesagt, ganz diszipliniert taktisch. Lege ich den davor. Weil das ist gut Golf 2023. Disziplin und Taktik. Dass ich natürlich keine Schläger mehr schmeiße, mich nicht mehr aufrege, das versteht sich irgendwie von selbst, aber. Ja, dadurch habe ich mir das Loch natürlich jetzt sehr viel länger gemacht. Ich glaube, ich war nach dahin ausgerichtet. 200 Meter sind das. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Also ein sehr anspruchsvolles Loch hier, finde ich. Und wir haben leichten Gegenwind. Da spiele ich jetzt, was mache ich da jetzt? Ich glaube, ich würde lieber gern ein Holz spielen, damit der da ein bisschen, also wirklich laufen tut er nicht, aber damit ich da die Länge reinkriege. Ja, das war ein super Schuss. Und der könnte es, er hat es drauf geschafft. Yes! Der ist drauf. Ist der geschenkt? Ah, ich mache ihn lieber. Nicht, dass die Community sagt, das Paar hätte ich mir nicht verdient. Der ist super. Also der Platz ist wirklich in einem ganz tollen Zustand, auch die Fairways. Wir haben 153 zur Fahne und Wind, Rücken. Das ist ein Eisen 8, also eine kleine Eisen 8 spiele ich da. Dahinter ist nämlich Wasser, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube nach dahin war ich ausgerichtet. Oder? Ich glaube ja. Also gib mir mal einen Tipp, das ist wirklich so, wenn man von drinnen nach draußen geht, dass diese Ausrichtungssache wieder reinkommt. Wer kennt's? Man geht über den Hügel und zittert hier alles rot und sieht dann seinen Ball da blitzen. Also da habe ich Glück gehabt. Länger hätte er nicht sein dürfen. Aber also die Länge war perfekt. Schaut mal, da ist die Fahne.
Also es wäre Pin High gewesen. Aber wie gesagt, die Richtung, die Ausrichtung hat nicht gestimmt. Also das ist jetzt so ein Schlag. Ich schätze, das sind so 20 Meter zum Grün. Da nehme ich jetzt das Pitching Wedge und lasse den laufen. Den Ball ein bisschen mehr an den rechten Fuß. Und dann muss der da aufkommen. Das Grün kippt so ein bisschen nach unten. Das heißt, dass ich ziele links von der Fahne. Da ist auch noch so eine kleine Welle. Gut, der war jetzt nicht so schön. Was habe ich denn da gemacht? Seht ihr, das ist klassisch im Boden hängen geblieben. Ja, der bricht auch zu früh. Oh oh. Puh. Bogey gesaved. Ja, aber schau mal, die ziehen alle da so ein bisschen rüber. Und ganz schön weit war der. Hätte die Eisen 7 doch gereicht. Ja, ich glaube, die Dosierung war gut, die Richtung nicht. Der hoppelt. Ah. Nächstes Bogey. Das nächste Loch, die 5 in Reichertshausen. Ist auch ganz schön anspruchsvoll. Schwierigstes Loch. Wir sind jetzt hier oben. Und man muss hier dahin irgendwie schlagen, aber so weit an den Rand, dass du hier einen Winkel hast ins Grün. Das ist echt nicht leicht. So sieht es in echt aus. Sehr anspruchsvolles Loch. Ich habe da schon alles gemacht. Also der war nix. Wenigstens nicht im Wasser. Das ist natürlich die Frage, was man da jetzt macht. Bis zum Grün sind es 210 Meter. Also ich nehme jetzt das Eisen 4 und versuche den da über die äußerste Baumkante zu spielen und ihn da dann so ein bisschen rumzudrehen. Das würde ich jetzt wahrscheinlich in der RPR nicht machen. Oder eigentlich muss ich diszipliniert spielen. Ihr habt mich erwischt. Also Disziplin siegt. Ich lege den da rechts da dazwischen und muss dann schauen, dass ich mit dem dritten drauf spiele. Also 170 Meter, das ist ein Eisen 7 Schlag. Ja, der ist im Wasser. Mist! Ball war im Wasser. Strafschlag. Ärgerlich. Abhaken. 96 Meter zur Fahne. Ja, der ist schön, wenn er lang genug ist. Ja. Der war sehr gut. Pin high. Gut in die Luft gegangen. Yes! Der war wichtig. So, so wichtig. Ja, der ist nicht schön. Schon wieder nicht schön. Also jetzt gerade, das waren jetzt 3 Löcher mit vielen nicht schönen Schlägen. Da habe ich mir jetzt wieder eine Aufgabe gesetzt unter die Bäume hier. Und vor allem, also die Fahne steckt relativ nah am grünen Rand. Da habe ich nicht viel Platz. Also der muss jetzt eigentlich ein bisschen höher gespielt werden. Der ist gut. That's it. Ja, aber seht ihr, wie der läuft. Also ich bin hier eh gut runtergekommen, mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden, weil es ist meine Angst natürlich immer hier am Boden zu kommen. Ich habe ihn gut hochgekriegt, aber wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Spin gehabt. Der ist ganz schön gehoppelt. Zu 4. Es kommt die 7, paar 5. Dogleg rechts, relativ langes und wir haben Wind. Ein bisschen. Gegenwind. Aber ich halte mich hier wirklich so ein bisschen an die direkte Linie, so schräg über die Bäume drüber. Die Länge habe ich. Und wenn er da liegt, hat man eine gute Chance, mit 2 anzugreifen. Der ist geil. Der ist sehr gut. So. Hier liegt mein Ball. Also sehr schön Mitte Fairway. Aber schaut mal, der Weg ist leider nicht frei zum Grün. Also das Grün ist hier hinter. Er müsste so, hier müsste er eigentlich liegen, idealerweise. Dann hätte einen Schuss. So muss ich ihn jetzt wirklich versuchen, hier vorzulegen. Jetzt ist mir Animateur wirklich was ganz Unerwartetes passiert. Ich habe den Schlag nicht gefilmt, aber er war wirklich gut. 5er Eisen und Jürgen hat ihn gefilmt.
Das heißt, ich muss ihn von Jürgen, Jürgen muss mir das Video schicken. Das macht er, hat er gesagt. Dann kann ich den Schlag zumindest einblenden. Also er war sehr gut, liegt da jetzt vorm Grün. Und da habe ich einen schönen dritten Schlag ins Grün dann, hoffentlich. Da liegt er und da ist das Grün. Das ist ein kleines Plateaugrün, also es geht hoch. Und dann innerhalb des Grüns gibt es nochmal eine Welle und die Fahne steckt wirklich ganz oben in dem Knick. Das wird jetzt schwer, den da anzuspielen. Jetzt ist natürlich die Frage, was man da macht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Also eher den Ball jetzt hier eher pitchen, hoch anspielen oder ihn laufen lassen. In 58 Meter, ich glaube, spiel den auf, ja, 50 und lass den laufen um 56 Grad. Zu kurz. Oh, der ist viel zu viel. Ja, wobei, viel zu viel nicht, aber also es fällt mir nicht leicht, die zu dosieren. Pah. Wir haben hier 125 leichten Gegenwind und ein Inselgrün, also sprich, da ist ein Graben drumherum gezogen. Den gibt es noch nicht so lange, aber es gibt ihn. Ja, ich ziehe den wieder nach links, leider. Er ist gerade so übers Wasser. Dann nehme ich jetzt das 60 Grad und meinen Putter mit und hüpfe da drüber. Also ihr seht, es richtig Glück gehabt, aber schaut mal, wie die Fahne im Wind steht. Und genau so war die Ballflugkurve. Also er ist richtig gestartet und dann vom Wind genau hierher gedrückt worden. Weil die Länge hätte eigentlich auch gepasst, glaube ich. Ja. Na gut. Das gibt's nicht. Da habe ich zu viel nachgedacht. Und deshalb spiele ich jetzt hier im Bogey. Jetzt versuche ich mal ein bisschen stabiler wieder zu stehen. Ist auf jeden Fall unterm Wind geblieben, aber jetzt nicht so die Höhe gehabt, aber ich glaube relativ wenig Spin und dadurch ist der relativ weit noch gerollt. Von dem her nehme ich den, auch wenn ich nicht so mit dem Schlag selbst nicht zufrieden bin. Jetzt haben wir ganz schön Wind, ganz schön Gegenwind und 236 ins Grün. Also ich spiele jetzt das Dreierholz. Ja, bleibt wieder unterm Wind. Und hoppelt dahin, also von da habe ich einen guten dritten Schlag ins Grün. Ein bisschen mehr halt schon. Zu fünf. Ein Paar. Schnelles Fazit nach den ersten neun Loch in Reichertshausen. Fünf über Paar. Zwei Bogies waren dabei, die waren doof. Eins war glücklich. Da bin ich ums Doppelbogie drum herum gekommen. Aber eine genaue Rundenanalyse gibt es bald separat. Da habe ich was Neues vor. Lasst euch überraschen. Und auch das teste ich dann beim nächsten Mal aus. Und dann nehme ich diese Runde hier heute und werde die dann ein bisschen analysieren. So, jetzt geht's auf die zweiten neun Loch. Die mir auch sehr gut gefallen übrigens. Auf der 10, ein paar 4. Die ganzen Infos sind ja auch eingeblendet. 343. Ich nehme jetzt ein Holz 3 und spiele den da in den Knick rein. Ja, der ist perfekt. Genauso wie ich es wollte. Mein Ziel in diesem Jahr, das ist glaube ich hinlänglich bekannt, nicht in diesem Jahr, sondern insgesamt einfach Scratch-Golfer werden, beziehungsweise einfach rund ein Paar spielen zu können. Das ist eigentlich noch ein besseres Ziel. Was ist euer Ziel? Schreibt es mal in die Kommentare. Für diese Saison, was nehmt ihr euch vor? Ihr seht, so langsam geht es wieder. Es blüht alles und bald beginnen die RPRs und auch Turniere. Also ich werde auch Turniere spielen natürlich. Also schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da. Die Länge war natürlich sensationell mit dem Holz 3. Aber jetzt habe ich ein bisschen Hanglage und 108 Meter zur Fahne. Ein bisschen Wind, Fahne steckt hinter sich. Ich nehme jetzt da das 56 Grad. Ja, ist leider rechts am Grün. Schaut mal, also hier ist der Bunker. Aber er ist auf dem Grün, also nicht auf dem Grün, aber am Grün aufgekommen und dann hier wieder runtergerollt. Also schade. Jetzt habe ich das 60 Grad in der Hand. Ja, ich hätte noch mehr links spielen müssen. Jetzt brauche ich einen One-Putt zum Paar. Und es ist ein ganz schön anspruchsvoller One-Putt. Es geht nämlich hier ganz schön bergauf.
Aber ich kämpfe jetzt fürs Paar. Ah, ein bisschen mehr gebraucht. Aber ich glaube, dann wäre er schön runtergebrochen noch. Schaut euch hier nochmal Bahn 10 an, für alle, die den Platz vorhaben zu spielen. Also ich meine, mein Abschlag war ja wirklich toll. Der ist hier im Dreierholz reingekommen, aber ist halt dann hier aufgekommen und dann so runtergerollt und lag halt da in dieser Schräge. Also ich glaube, so diese Schräge hat mich jetzt das Paar gekostet. Also wenn ihr es spielt vom Abschlag, haltet euch hier an diese Bäume, versucht ihn dann hier hinzusetzen, weil dann liegt er hier perfekt und dann hat man einen schönen Schlag angriffsmäßig aufs Grün. Jetzt gab es gerade einen Snack, eine Rosinenschnecke. Schaut mal hier oben, schon ein toller Ausblick. Das ist dann das Grün von der 16. Und wir spielen jetzt hier dieses Par 3. Es geht hier ganz schön bergab. Also hier vorne ist ein Bunker. Hier sieht man, und da hinten ist noch einer. Da sieht man ihn noch ein bisschen. Ne? Das ist gar nicht so leicht, Finger da zu koordinieren. Ja, der dreht nicht rein, weil ich nach dahin ausgerichtet bin. Genau nach dahin. Ist halt doof, ne? Jetzt liegt er da rechts vorm Grün. Die Länge dieses Pitching-Wedge-Schlags war wirklich gut. Die Richtung nicht. Allerdings hat der Wind den auch ein bisschen da rüber getragen. Also ich glaube, der Schlag selbst war gar nicht so verkehrend. Oh, der ist gut, glaube ich. Jetzt sehen wir ihn nur nicht, aber er hat sich gut angefühlt. Jetzt muss der mal fallen hier. Yes! Ja, das war doch gut. Das war ein schöner Putt. Up and down, gerettet. Genau, also wir überlegen gerade jetzt rein taktisch, wäre es für mich hier gar nicht so schlau, einen Driver zu spielen, sondern eher hier so ein Holz 3 oder ein Eisen 4 hier hin und dann den zweiten hier hinzulegen, weil du kommst eh niemals hier so hoch. Es geht hier ganz schön bergauf und den zweiten dann hier hin und den dritten da drauf. Also wir spielen ja taktisch, deswegen werde ich das so machen. Also hier vor den Graben, da seht ihr es in echt, dann den zweiten da drüber. Also bis vor den Graben sind es jetzt 170 circa und ich spiele jetzt hier ein 6er Eisen. Ja, der ist doch super. Wir haben hier wieder ganz schön Wind, in dem Fall von hinten. Und dieser 100 Meter Pfosten steht auf 197 Meter. Das heißt, ich lege den jetzt mit Rückenwind wieder mit dem 6er Eisen da hinten vor. Dann einen schönen dritten Schlag ins Grün. Ja, das ist ein bisschen zu weit links. Ich habe keinen Baum gehört. Der müsste da liegen. Ich habe hier ein bisschen Hanglage, aber er war gar nicht so verkehrt. Ich wollte ihn aber allerdings ein bisschen weiter unten spielen. Wir haben 112. 112 und Rückenwind. Ich nehme hier das und bergauf geht es auch. Also es sind so 120, aber ich spiele jetzt hier das 50 Grad. Ich kann das echt immer so schwer nur einschätzen hier. Ja, der war gut. Der war sehr gut. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Schaut mal, wie schön der Blick. Und Jürgens Annäherung. Sehr, sehr gut. Kriegst du Applaus von mir? Oh, hatte viel Speed. Lustig, da ist er jetzt richtig schnell gegangen, der Putt. Jetzt brauche ich hier echt einen Dreiputt. Ich werde bekloppt. Ist das ärgerlich? Nein, der dreht nicht rein. Ach, Mann. Länge wäre super gewesen. Jetzt spiele ich hier das nächste Bogey. Lifehack für T14. Da geht man nämlich jetzt darunter, dass man sein Back hier stehen lässt. Und dann spielt man hier so hoch. Und jetzt spaziert man hier unten hin und da ist dann der Abschlag. Und im Idealfall liegt der Drive dann hier oben irgendwo. Da. Meter. Naja, aber der ist eigentlich ganz gut. Ah, der kriegt da einen Baum. Weil den habe ich richtig gut getroffen eigentlich, ne? Das war schon ein guter Schuss. Gibt's ja nicht. Was war das denn? Da war ein fetter Stein drunter. Sit. Nächstes.
unnötiges Bogie. Ja, kein schöner Schlag. Das Ergebnis ist okay. Ah. At least mal wieder ein paar. Das hier ist nochmal so ein richtiges anspruchsvolles Loch, die 16, wo man sehr taktisch diszipliniert spielen muss. Im Idealfall schlägt man den Ball hier hin, vor den Graben oder sogar hier hin und dann geht es hier bergauf. Immer schwierig, finde ich, die 16. So weit hinten ist selten gesteckt, sagt Jürgen gerade. Wir haben 180 vor den Graben. Ja, das ist schon eine Ansage. 180 vor den Graben. Also ich spiele jetzt auf jeden Fall mal 5er Eisen. Ja, der war schön. Das zweitschwerste Loch übrigens. Zu Recht, finde ich. 175 Meter bergauf. Gespielt wie 185. Das heißt, da nehme ich nochmal die 5. Oh, der ist gut, wenn er lang genug ist. Er ist zu kurz. Danke. Wir kommen zu 17. Nochmal ein paar 5 mit 464 Metern. Und wieder schwer zu spielen, finde ich, weil man sehr genau spielen muss. 211, ihr seht es da oben, da ist dann schon so eine Auslinie hier, da so am Rand. Also da weiß ich auch immer nie so genau, was ich machen soll. Jetzt ist der Baum da relativ kahl noch. Das heißt, vielleicht hat man da eine Chance, irgendwie so ein bisschen drunter durchzuspielen. Aber ich nehme hier auf jeden Fall ein Holz und keinen Driver. Jetzt ist es ganz schön windig, voll Gegenwind. Und man muss den jetzt da so hochspielen. Ja. Der ist geil. Anfang grün. Perfekt. Das war schon wieder mit der 17. Jetzt geht es hier hoch zur 18 und die spielt man dann hier so zurück. Auch nochmal ein interessantes Loch. Mit einem Dogleg nach links. 10 schwerstes Loch, 373 Meter. Ich habe einen Driver dabei und werde den jetzt gleich die Alpha hier hinspielen. Da muss er auch hin. Da fliegt er jetzt auch hin, aber er hat viel Höhe, ein bisschen wenig Länge, aber da ist der okay. Da links ist das Clubhaus, da wollen wir nicht hinspielen, sondern schön aufs Grün. Im Idealfall jetzt mal an die Fahne, 130 genau. Und dreh rein. Nee, der ist zu weit rechts. Noch Glück gehabt hier. Geht doch. 18 Loch. Erste Runde geschafft für dieses Jahr. Das waren die ersten 18 Loch draußen. Bäume also noch ohne Blätter, aber das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ändern. Und dann gibt es auch die ersten RPRs. Score heute, ja, ungefähr als Handicap gespielt, würde ich sagen. Noch nichts Berauschendes. Kein Birdie gespielt. Viele, viele Bogies, ein paar Pars. Da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben. Es wird, wie gesagt, eine Rundenanalyse geben in Be Brassy. Da habe ich was Neues vor. Lasst euch überraschen. Gut Golf, lasst ein Abo da, kommentiert und vor allem, wie gesagt, beantwortet mal die Fragen, die ich euch dazwischen drin gestellt habe. Mich interessiert, wie ihr diese einzelnen Löcher gespielt hättet und ob ihr überhaupt schon mal hier in Reihertshausen wart. Also, gut Golf, bis zum nächsten Mal. Ciao.